Muss noch mal was loswerden. Wo ist denn nun den Rüdiger seine Entnazifizierungsurkunde mit Stempel und Siegel der Russischen Föderation? Oder vom Vorstand, staatenlos Hündchen, einer von euch muss doch ein Original von einer russischen Behörde, Institution oder Einrichtung Amt, mit Unterschrift, Stempel und Siegel des Bearbeitenden, der Russischen Föderation haben? Warum lungert ihr staatenlos Hündchen den ganzen Tag auf meinem Kanal rum und stalkt mich mit Pseudokommentare, aber die 10 Fragen wollt ihr nicht beantworten? Verbrennt die Hexe. Steinigt ihn. Hängt ihn ans Kreuz. Soll ich noch weitermachen? Ihr wollt Strafanzeige stellen, weil ich Fragen stelle, wo ihr von staatenlos nach zig Wochen immer noch nicht in der Lage seid oder wollt diese zu beantworten? Bin mal gespannt auf die Anklageschrift und deren Anklagepunkte, die ihr mit Fakten belegen wollt? Na dann, los geht's. Aber vergesst nicht, dass eure juristische Körperschaft auch dafür haftet, Prozesskosten etc. Ich, Special Agent Smith, speziell für euch vom Geheimdienst, Sla, oberster Führer vom Sonnenstaatland, Gatekeeper oder was weiß der Geier. Staatenlos Bande, ihr seid einfach nur fertig und reif fürs Bett. Ein altes Sprichwort lautet getroffene Hunde bellen, und dies ist auch geschehen. An El Presidente, seinen Vorstand und vor allem die staatenlos Hündchen, das Video war ein Köder und ihr habt fleißig angebissen. Es geht hier nicht um irgendein Geschwafel oder Geschwurbel aus den letzten Jahren und euer, Zitat minus mein Wolfsblut Markus, Zitat Ende interessiert doch keinen, oder euer SSL-Geschwurbel ist auch bedeutungslos, Fakt ist doch was man zwischen den Zeilen liest, wenn man dazu fähig ist. Ihr, El Presidente, seinen Vorstand und vor allem die staatenlos Hündchen hattet ausreichend Zeit auf die 10 Fragen einzugehen und zu antworten, aber was macht ihr stattdessen, drohen, diffamieren und verleugnen mehr auch nicht. Dies wird definitiv das letzte Video zu staatenlos Info sein, dann könnt ihr wieder euren geschäftlichen Alltag nachgehen. Haha. Meine Vorhersage für die nächsten Jahre, staatenlos Info, also El Presidente, sein Vorstand und nicht zu vergessen, seine staatenlos Hündchen stehen immer noch vor dem Reichstag rum, um sich weiterhin in der Illusion der Veränderung zu bewegen. Gute Nacht. Bertha. Ich glaube, ich muss zum Oberst, denn da behandelt mich sehr gut. Da kocht nur immer Graupensuppe, mein lieber schöner Oberst. Ich glaube, ich muss zum Oberst, da schmeckt sich immer richtig an und hat die schönste Anbauwand und so weiter und so fort. Oberst kam schnell hinein und sagte, Babuschka, schenk mir diesen einen Tanz. Ha, 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 ha. Zum Oberst, denn der behandelt mich sehr gut. Den find ich einfach einmal frei, mein lieber schöner Oberst. Ich glaub, ich muss zum Oberst, so ein grandioser Edelmann. Den zünd ich an, nimm mal den Schreibtisch an, mein lieber schöner Oberst.